Willkommen zurück zu Clash Quest hier bei mir Free to Play. Heute soll es wieder um die Inseln gehen. Da haben wir uns ja neulich schon ein bisschen drum gekümmert. Da sind wir ja schon, haben wir Insel 8 freigeschaltet, haben das erste Level schon gespielt. Heute will ich aber nochmal ein Stück zurückgehen, und zwar auf Insel 6. Hier fehlen uns ja noch 3 Sterne. Und ja, die will ich mir holen. Gehen wir ins erste Level rein. So, hier haben wir schon mal die Prinzen. Die stehen nicht schlecht. So, wir können vielleicht die beiden Bogenschützen hier hinten. Ja, gut. Kombomäßig wieder nicht so wirklich was. Bis auf die Magier hier. Lohnt sich halt eigentlich nicht wegen dem Flächendamage, den die hier machen. Ich würde sagen, setzen wir die Barbaren mal so einzeln ein. Gut, den Prinzen, das ist nicht schlecht. Oder mal gucken, der Prinz macht 141 Damage und das hat, okay, 200 Leben. Sonst hätte ich nämlich gewartet und das hintere nur mit dem Prinzen gemacht, aber das geht ja nicht. Hier könnte man dann auch nochmal den Prinzen nehmen und einen Bogenschützen. So, Stage 2. Hier könnte ich auch die Magier chargen. Das mache ich auch mal. So, und jetzt mit den Barbaren rein. Dann sind wir auch schon bei der letzten Stage. Und hier nutze ich dann mal die Feuerbälle. Und gleich noch einen da drauf. Und dann schicke ich mal die Bogenschützen rein. Und da haben wir es geschafft. Uns den letzten Stern noch geholt. So, dann gehen wir direkt ins Level 3. Auch hier Prinzen als erstes und jetzt die Barbaren. Und dann hier nochmal den einzelnen Prinzen. Dann die Magier. Und hier dann gleich nochmal die Magier. Und dann für die jeweils einen Prinzen. Sofern das reicht, ja. So, hier haben wir dann wieder die Feuerbälle. Gleich noch einer drauf. Und noch die Barbaren rein. Und dann ist das Level auch geschafft. Und noch zum Level 4. Hier würde ich die Barbaren als erstes einsetzen. Dann könnten wir die Magier vielleicht chargen. Obwohl, es ist nur eine 5er-Kombo, lohnt sich jetzt nicht so wirklich. Ne, nicht mehr chargen. Dann schicke ich mal die Prinzen rein. Und jetzt vielleicht die. Ja, Magier lohnt sich eigentlich nicht, weil die den Flächendamage nicht so wirklich entfalten können. Probiere ich das mal so zu schaffen. Ja gut, dann nehme ich jetzt hier doch die Magier, sonst verlieren wir zu viele Einheiten. Haben wir immer eine schöne Bogenschützen-Kombo für die nächste Stage dann. Und hier dann die beiden Barbaren und dann noch zwei Bogenschützen. Und dann haben wir das. So, nächste Stage. Hier könnte man die
Bogenschützen chargen. Und jetzt noch die Magier drauf und dann haben wir die Stage perfekt. Okay, und wir haben eine Holzkiste bekommen. Sehr schön. So, hier dann die Feuerbälle drauf. Gleich noch einen da hinten. Und dann die Magier rein. Na gut, die Prinzen stehen jetzt ganz schön ungünstig. Ja, dann könnte die Stage doch noch knapp werden. Dann schicke ich mal den Prinzen rein, um die Mauer kaputt zu machen. Dann diese riesen Prinzen-Kombo nur, um den einen Prinzen zu verwenden. Und dann für hier haben wir dann noch die Magier. Dann schicken wir noch den Barbaren rein, dann haben wir es geschafft. So, dann mal gucken, was in der Kiste drin ist. Ein zusätzlicher Barbar, auch nicht schlecht. Und dann haben wir die Insel auch abgeschlossen, holen uns die extra Belohnung, noch eine Kiste. Okay, ein neues Item für den Kobold. Gucken wir uns mal an. Okay, gut. Aber ihr hattet mir, glaube ich, geschrieben, dass das hier das beste Item ist. Also lassen wir das auch equipped. So, dann haben wir jetzt die Inselnoten schon mal alle abgeschlossen. Dann können wir jetzt weiter auf Insel 8, Level 2 und rein da. Gut, auch hier die Prinzen. Ja, wir könnten erst die Kobolde einsetzen für die Goldlager. Das wäre, glaube ich, besser. Dann geht zwar die Prinzen-Kombo ein bisschen kaputt, aber dafür sind ja die Kobolde da. Dann gehen wir jetzt mit den Prinzen rein. Haben wir eine große Magier, also was heißt groß, immerhin eine 5er Magier-Kombo. Ist aber vielleicht ein bisschen zu stark schon. Jawohl, ne, dann nehmen sie mal. So, dann hätten wir hier jetzt die Barbaren. Und dann die. Obwohl, ich nutze lieber mal den Kobold. Und dann gibt es hier auch eine größere Prinzen-Kombo, die halt ein bisschen nutzlos ist wegen den Wänden dort. Was kommt hier oben noch? Ich könnte vielleicht auch. Ja, es würde eigentlich nichts bringen. Ein Feuerball, aber. Um die Mauern zu zerstören, weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Ich glaube nicht. Nehme ich die Prinzen. Ja, schwierig. Ich nehme sie einfach mal. So, dann die Kobolde für die beiden Goldlager. Und jetzt die Barbaren sind eigentlich zu stark. Na gut, wir schaffen das vielleicht auch mit den anderen Einheiten. Wenn wir jetzt noch die beiden Kobolde für hier nehmen. Dann nehmen wir hier noch den einzelnen Kobold. Und dann jetzt die Magier. Und dann haben wir jetzt hier noch zwei Feuerbälle und noch die große Barbaren-Kombo. Okay, wir haben die neue Insel freigeschalten. Noch eine Holzkiste. Gucken wir rein. Und das nächste Item für den Bogenschützen. Das gucken wir uns auch gleich noch an. Jetzt haben wir für den Archer auch alle zusammen. Okay, hört sich jetzt erstmal nicht schlecht an. Man braucht aber wieder eine 5er-Kombo. Schreibt es in die Kommentare, welches Item ich nehmen soll.
Und genau, dann haben wir jetzt die 9. Insel freigeschalten. Vorher machen wir natürlich noch die 8. fertig. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Dann lasst ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.